bin ich mehr als zufrieden. Und spannenderweise ist das in der Studie so gewesen, dass tatsächlich auch gar kein Zusammenhang dazu bestand, wie groß der Penis tatsächlich ist. Also auch die mit einem, ich sag jetzt mal, überdurchschnittlichen Penis hatten trotzdem dieses Unsicherheitsgefühl, weil sie dann nicht wussten, ob der beim Sex das tut, was er soll. Ja, mein Kumpel, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der hatte auch schon erwähnt, dass es dann auch Probleme gibt, den dann überhaupt wegstecken zu können durch die Dicke. Und dass das halt auch unangenehm ist, weil dann der andere ja auch unzufrieden ist, dass es nicht geklappt hat, wobei es ja nicht an dem dicken Schwanz lag, sondern dass der andere nicht locker genug lassen konnte. Also nicht entspannt genug war, weil wenn man entspannt ist, dann geht schon einiges. Ich finde, das ist halt auch wieder so ein sich gegenseitig bedingendes Ding. Genau. Und da merkst du auch, wie sehr das eigentlich mit dem Kopf zusammenhängt. Ja. Und da sind wir dann beim nächsten Thema. Wenn er nämlich mal nicht will, hängt das auch in den allermeisten Fällen mit dem Kopf zusammen. Und vielleicht sogar, weil man irgendwie vielleicht bisschen einen draufgelegt hat, was man für einen Teil hat, und dann kommt man zu einem Date und dann ist man ein bisschen nervös. Du lachst. Ja, hier wurde gerade gesagt, bei großen bekomme ich Maulsperre, dann lieber einen kleinen. Das ist ein guter Kommentar. Wirklich. Das ging mir auch schon so, und dann macht mir das Blasen tatsächlich nicht so einen Spaß. Wenn du dann irgendwie kaum die Eichel reinkriegst oder so. Ja, ich mache mir da nämlich immer nur Gedanken über, ich hoffe, der schrabbelt jetzt nicht so arg mit meinen Zähnen. Von wegen, ich will ihm ja nicht wehtun. Also, das ist dann eher so der Gedanke, den ich dann habe. Aber ja, wenn er mal nicht will, klar, das ist auf jeden Fall oft was Psychisches, weil wir uns zu arg unter Druck setzen, weil wir unter Stress leiden, weil der Hormonhaushalt im Körper nicht wirklich funktioniert aufgrund von diversen gesundheitlichen Befinden, sei es dann wirklich durch Depression, durch Stress, durch auch Krankheiten, die wir gar nicht bemerken. Also es gibt ja auch Erkältungen, die man hat, aber sie symptomlos vorbeigehen, aber der Körper arbeitet ja, und da benutzt er die Kraft für das und will dann vielleicht auch nicht anders. Also das habe ich auch schon gelesen, dass das halt auch so, wenn der Körper gerade an irgendwas anderem arbeitet, dass er daran nicht, zum Beispiel direkt nach dem Essen, es gibt Leute, die haben danach Lust. Bei mir läuft dann erstmal nichts. Ja. Und also selbst wenn der beste Bläser dann vor mir ist, der kann da machen, was er will, die Nudel bleibt al dente. Oder halt nicht al dente. Bleib weich. Al dente wäre ja bissfest. Das stimmt, verdammt. Tja, ich und Italiener. Aber an der Stelle finde ich al dente. Aua. Na gut. Also tatsächlich ist es bei mir mit dem Alter ein Indikator geworden, ob ich wirklich entspannt bin, ob ich mich in der Situation auf das Date einlassen kann. Und als ich Mitte 20 war, wenn ich wollte, dass er steht, oder auch wenn ich nicht wollte, dass er steht, stand das Ding und stand. Heute ist es wirklich so, wenn ich merke, ich bin jetzt irgendwie gestresst oder habe eigentlich ganz andere Dinge im Kopf, dann will er einfach manchmal nicht. Und jetzt mit den so ein bisschen Covid-Nachwirkungen und Problemen mit dem Kreislauf, also ich meine, am Anfang bin ich nicht richtig von der Haltestelle hier bis ins Büro gekommen, und dann wollte er auch mit. Ja. Und da ist es, glaube ich, einfach wirklich wichtig, das Ganze mit ein bisschen Humor zu nehmen, zu gucken, dass man ein bisschen, ja, sich gegenseitig nicht den Druck macht. Und früher konnte ich so Mittagspausen-Dates machen, irgendwie schnell zu einem Typen hin, ihn ficken und dann wieder weg. Ja, dann stand er meistens schon, wenn ich irgendwie losgelaufen bin. Heute weiß ich, wenn ich da ankomme, bin ich gerade irgendwie noch nicht in der Stimmung, und dann funktioniert das nicht. Und deswegen setze ich mich solchen Dates dann
gar nicht mehr aus und gehe da nicht mehr hin und mache die Dates gar nicht erst aus, weil ich weiß, dass das für mich, dieser Erwartungsdruck, dass das für mich nicht funktioniert. Und deswegen mache ich es dann nicht mehr.